Ja, wir haben uns heute mit ganz spannenden Lebensläufen, Lebensgeschichten von jungen Gründern, jungen Unternehmern, jungen Führungskräften beschäftigt. Hat wieder mal gezeigt, dass der Lebensweg selten vorgezeichnet ist. Also ich kann jeden dann nur dazu aufrufen, das zu machen, wofür er brennt, wo er Lust drauf hat. Und das auch im Studium, in der Berufsausbildung einfach durchzuziehen und dann zu schauen, wo ein das Leben vielleicht auch hintreibt. Weil die falsche Planung anhand von Wissen, was man noch gar nicht hat, bremst einen eher im Leben und viele Dinge muss man einfach mal anpacken. Und das hat heute die Veranstaltung sehr, sehr gut gezeigt. Also aus meiner Erfahrung heraus ist einfach der Unterschied zwischen der Idee und dem Unternehmen. Und die liegt eben daran, dass jeder Einzelne mit seiner Idee eben auch nach außen geht. Dass er Mitstreiter findet, dass er darüber redet und die Idee weiterentwickelt. Denn der grundsätzliche Unterschied zwischen seiner Idee und vielleicht einem erfolgreichen Unternehmen ist das Tun. Nur reden bringt nichts. Und dann mit der Idee in einem kleinen Kämmerlein zu sitzen, bringt auch nichts. Geht nach außen und fangt einfach an und dann wird das auch was. Was kann man mitgeben? Ich denke, gerade die Veranstaltung heute hat gezeigt, dass Geradlinigkeit nicht immer der beste Weg zum Ziel ist, sondern dass man einfach in vielen Dingen der eigenen Intuition viel mehr Priorität schenken sollte und wirklich mal ausprobieren. Und sich einfach darauf zu verlassen, was will ich tun, was nicht. Die Dinge werden aus meiner Erfahrung immer dann am besten, wenn man sie wirklich will. Und wenn man wirklich seinem Herzen folgen kann. Natürlich, um Sachen zu erreichen, muss man sich manchmal durch Dinge durchbeißen, die vielleicht nicht ganz zum eigenen Plan gehören, aber ein Abschluss, ein begonnenes Studium oder ein paar Grundlagen, die man für das eigentliche braucht, abzuschließen, sich mal auf dem Hosenboden zu setzen und in Konsequenz